Von der Herrschaft Hitlers über Deutschland und wie er die ganze Welt in einen Krieg stürzte, ist viel bekannt. Doch wie sieht das private Umfeld seiner Familie aus? Woher kam der Hass auf die ganze Welt? Und warum versuchte Hitler sein ganzes Leben lang fast seine komplette Familie zu verstecken? Wer waren seine Eltern? Hitlers Vater war der österreichische Zollbeamte Alois Hitler und seine Mutter war die unter dem Mädchennamen Pölzl geborene Clara Hitler. Doch die Familiengeschichte von Hitler kann man problemlos als schwierig und zerrüttet bezeichnen. Sein jähzorniger Vater wurde 1837 unter dem Namen Alois Schickelgruber geboren und da es keinen Vater gab, der sich offiziell als solcher bekannte, bekam er den Familiennamen seiner Mutter Maria Schickelgruber. Einige Jahrzehnte später konnte er aber diesen Makel unkenntlich machen, da der bereits verstorbene Georg Hitler als offizieller Vater vermerkt wurde. Trotz intensiver Forschungen ist aber weiterhin unklar, wer der wirkliche Großvater von Hitler war, denn es könnte sich auch um den Bruder Nepomuk Hitler gehandelt haben. So hätte Adolf Hitler den von den Nationalsozialisten für viele Berufe eingeführten Ariernachweis für sich wohl kaum erbringen können, da hier die Geburtsurkunden der Eltern und Großeltern sowie ihre jeweiligen Heiratsurkunden vorgelegt werden mussten. Die Verwandtschaftsverhältnisse Hitlers in Bezug auf seine Mutter Clara Hitler sind deutlich einfacher nachzuvollziehen. Ihre Eltern waren genau wie beim Vater Kleinbauern und hießen Johann Pölzl und Johanna Hitler. Und sie war bereits mit ihrem späteren Mann Alois verwandt. Denn Nepomuk Hitler, der entweder der Vater oder Onkel von Alois Hitler war, war auch Claras Großvater. Dass die Ehe der Hitlers alles andere als einfach war und Adolf Hitler in dementsprechend zerrütteten Verhältnissen aufwuchs, zeigt sich schon alleine darin, dass Clara zuerst zur Pflege von Alois Hitlers kranker zweiter Ehefrau zu ihm kam und dann schon vor deren Tod schwanger wurde. Hatte Hitler Geschwister? Aus der Ehe zwischen Alois und Clara gingen außer Adolf Hitler noch 5 weitere Kinder hervor. Doch nur eines der 5 Kinder überlebte die Kindheit. Es handelte sich um seine Schwester Paula, mit der er aber wohl zeitlebens wenig anfangen konnte und die 1960 kinderlos verarmt starb. Aus der zweiten Ehe seines Vaters Alois hatte Adolf Hitler noch die 2 Halbgeschwister Angela und Alois Junior. Im Gegensatz zu ihrer Halbschwester hatte Angela einen deutlich engeren Bezug zu Hitler und führte diesem auf dem Berghof bis 1935 den Haushalt. Danach kam es zwar zu einem Streit, der mit dem Auszug Angelas endete, aber später hatten sich die beiden auch wieder angenähert. Sie hatte 3 Kinder und verstarb 1949. Von den 3 Kindern ist ihre Tochter Geli noch wichtig zu erwähnen, da Hitler für einige Jahre ihr gesetzlicher Vormund war, bis sie 1931 wohl Suizid beging. Über die genauen Hintergründe gibt es einige Gerüchte, die bis zu einer Ermordung Gelis durch Hitler reichen. Hitlers Halbbruder Alois Junior ging schon früh eigene Wege und lebte so unter anderem für einige Jahre in England, bevor er wieder nach Deutschland zurückkehrte. Von seinen Kindern ist noch wichtig, seinen in England geborenen Sohn William Patrick zu erwähnen, der vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA auswanderte. Er versuchte immer wieder, seine Verwandtschaft zu Hitler zu Geld zu machen, was ihm aber weder in Deutschland noch in den USA wirklich gelang. Wo liegen Hitlers Wurzeln? Hitler selber versuchte sein ganzes Leben lang, seine Herkunft vor der Öffentlichkeit zu verstecken, wodurch es über seine weitere Herkunft nur wenig Informationen gibt. Soweit bekannt liegen seine familiären Wurzeln im österreichischen Bundesland Niederösterreich. Doch nach dem Anschluss Österreichs 1938 wurden die Siedlungen, aus denen seine Eltern stammten, zugunsten einer militärischen Anlage abgerissen und die Einwohner wurden umgesiedelt. Sein Familienname Hitler stammt wohl ursprünglich vom Wort Hiedel ab, was im Bayerischen für eine unterirdische Wasserquelle oder Fluss steht.
Wer war seine Ehefrau? Vermutlich bereits 1929 lernte Hitler über seinen persönlichen Fotografen die junge Fotolaborantin Eva Braun kennen. Zwischen beiden entwickelte sich darauf langsam eine geheime Liebesbeziehung, bis Eva Braun 1936 zu ihm auf den Berghof zog. Doch auch hier wurde sie dem engsten Kreis nur als Wirtschafterin und Privatsekretärin Hitlers vorgestellt. In den Jahren zuvor hatte Eva Braun mehrere Suizidversuche unternommen, die aber alle misslangen. Vermutlich hatten die Suizidversuche auch vor allem das Ziel, mehr Beachtung von Hitler zu bekommen. Etwas hoffähiger wurde sie erst, als ihre Schwester Gretel 1944 den Verbindungsoffizier der SS zu Hitler, Hermann Fegelein, heiratete. So gab es gewissermaßen endlich einen offiziellen Grund für Eva Brauns Anwesenheit auf dem Berghof. Auch wenn sich bis dahin langsam der Kreis von Menschen vergrößert hatte, die von der Beziehung wussten, so musste Eva Braun sich immer verstecken, wenn wichtiger Besuch erwartet wurde. Sie träumte wohl davon, einmal offiziell als Frau Hitlers zur Mutter der Nation zu werden. Doch in der Realität blieb ihr nur ein Schattendasein, während das Verhältnis zu Hitler wohl nicht immer romantisch war, sondern vor allem von der Macht geprägt war, die Hitler über Braun ausübte, mit dementsprechenden Wutausbrüchen seinerseits. Als sich der Krieg 1945 der unweigerlichen Niederlage näherte, blieb sie bei Hitler im Führerbunker. Und dort heirateten beide am 29. April 1945, um nur einen Tag später am 30. April Suizid zu begehen. Nur wenige Tage zuvor hatte Hitler noch seinen Schwager Fegelein wegen Fahnenflucht erschießen lassen. Leben heute noch Nachfahren der Familienmitglieder Hitlers? Hitler hatte keine Kinder und auch seine Geschwister blieben kinderlos, sodass es heute keine direkten Nachfahren aus der Familie Hitlers gibt. Ebenfalls gibt es heute auch keine lebenden Nachfahren aus der Familie Eva Brauns. Es gibt aber noch Nachfahren von Hitlers Halbgeschwistern. Drei Halbgroßneffen leben heute in den USA. Einer lebt vermutlich in Linz und von einem weiteren ist nicht genau bekannt, ob er überhaupt noch lebt. Insgesamt leben alle sehr zurückgezogen unter jeweils anderen Namen und haben, soweit bekannt, keine Kinder. Und damit endet die Geschichte von der Familie Hitlers. Wenn ihr Vorschläge für neue Videos habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Und vielleicht interessiert euch ja jetzt dieses Video, in dem ich mich mit dem Attentat von Sarajevo beschäftige, das den Ersten Weltkrieg auslöste. Und dann bis zum nächsten Video.